Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Thema der heutigen Vorlesung ist Tangentialkontakt. Unter dem Tangentialkontakt versteht man Kontakt von zwei Körpern, die zunächst aneinander gepresst wurden und dann in tangentiale Richtung entlang ihrer Kontaktfläche belastet werden. Natürlich, wenn wir glatte Oberflächen, glatte und reibungsfreie Oberflächen haben, dann kann ein Kontakt nicht in tangentiale Richtung belastet werden. Ein Tangentialkontakt gibt es nur dann, wenn zwischen zwei Körpern auch Reibung da ist. Und das bedeutet, dass wir zwar immer noch bei der Kontaktmechanik bleiben, aber zum ersten Mal auch Reibung ins Spiel kommt. Im Grunde genommen kann Reibung eine Rolle spielen, sogar im Normalkontaktproblem, was wir bisher absolut ignoriert haben. Wenn man zwei Körper aneinander presst und sie haben verschiedene elastische Eigenschaften, dann kann es passieren, dass aufgrund der Querkontraktion eine relative Bewegung von Oberflächen entsteht, und was dann passiert, hängt davon ab, wie groß ist die Reibung. Zum Beispiel, was wir in der Tat betrachtet haben, war der sogenannte reibungslose, reibungsfreier Kontakt, unter der Annahme, dass es in der Kontaktfläche keine Tangentialspannungen gibt. Der andere Grenzfall wäre, wenn die Reibung unendlich groß ist, das heißt, überall, wo die Flächen in Kontakt sind, sie relativ zueinander gar nicht gleiten können. Die Theorie von beiden Grenzfällen und allen Übergängen zeigt, dass die Unterschiede im Normalkontakt von der Anwesenheit der Reibung zwar beeinflusst, aber nicht sehr stark. Deswegen, beim Normalkontaktproblem ist es kein großes Thema. Bei den meisten Leuten wird es einfach ignoriert, die Reibung. Aber bei Tangentialkontakt ist es ein zentrales Thema. Ohne Reibung gibt es kein Tangentialkontakt. Natürlich, Reibung bleibt bei uns hier kein zentrales Thema. Wir beschränken uns heute auf das einfachste Coulomb'sche Reibgesetz, auf einfachste Annahme über die Herkunft der Reibung, und im Fokus bleibt immer noch die Kontaktmechanik. Genauso wie bei dem Normalkontaktproblem ist die Grundlage für unsere Behandlung die fundamentale Lösung. Wir haben untersucht, die Verschiebungen in einem elastischen Halbraum unter Wirkung einer konzentrierten Kraft, Normalkraft. Und jetzt brauchen wir die Verschiebung unter einer konzentrierten Tangentialkraft. Und wenn wir die kennen, dann kann man mit Hilfe des Superpositionsprinzips auch die Verschiebungen bei einer beliebigen Verteilung von Tangentialspannungen in der Oberfläche berechnen. Also diese Fundamentallösung ist seit langer Zeit bekannt. Wir leiten sie nicht her, sondern wir schreiben sie ab von einem der Bücher der Elastizitätstheorie. Das Problem, das wir untersuchen, ist ein Halbraum, elastischer Halbraum, das heißt ein Körper mit einer ebenen Fläche. Und hier an einem bestimmten Ort wirkt eine Kraft Fx, eigentlich eine Kraft F, aber weil der Raum relativ zu einer Achse, die senkrecht, an diesem Punkt senkrecht zu der Oberfläche geht, axialsymmetrisch ist, deswegen können wir die Achsen beliebig wählen. Wir können einfach die Achse X entlang der Wirkung der Kraft zeigen lassen, und in diesem Fall ist das Fx. Es gibt nur Fx-Komponente der Tangentialkraft, und das ist keine Einschränkung, sondern der allgemeine Fall. So, und jetzt
Wir können hier Koordinaten einführen, z, x, z und y. X, y, z, das rechte Koordinatensystem wäre so. Und die Fundamentallösung schreibe ich hier unten unter der Skizze. Die Verschiebung an einem Ort an der Oberfläche bei z gleich 0 in der x-Richtung ist gleich fx durch 4 pi g. G ist der Schubmodul. 2, 1 minus nu, nu ist die Poisson-Zahl, plus 2 nu x Quadrat durch r Quadrat und 1 durch r. U y ist gleich f x durch 4 pi g, 2 nu durch r hoch 3 x y. Und yz ist gleich fx durch 4 pi g, 1 minus 2 nu durch r Quadrat und x. Ja, wie gesagt, g ist Schubmodul, nu ist die Poissonzahl. Und diese Verschiebungen werden in irgendeinem Punkt gemessen der Koordinaten x, y und z gleich 0 hat und Abstand r von dem Punkt, wo die Kraft angreift. Also diese r ist dieser Abstand und die x- und y-Koordinaten sind Koordinaten des Punktes. Hier wird die Kraft, hier wird die Verschiebung gemessen. Ja, was... natürlich, wenn man die Gleichung hat, dann kann man auch die Verschiebungen bei einer beliebigen Spannungsverteilung untersuchen. Aber zunächst mal schauen wir auf diese Gleichungen und diskutieren sie ein bisschen. Wenn die Kraft in der x-Richtung wirkt, dann ist es logisch, dass es in der x-Richtung Verschiebung gibt. Die wird durch diese Gleichung gegeben. Weniger selbstverständlich ist, dass wenn wir in der x-Richtung wirken, dann gibt es auch Verschiebung in der z-Richtung und auch in der x, in der y-Richtung. Zum Beispiel bei positiven x ist uz positiv und bei negativen x ist es negativ. Das heißt, wenn wir in diese Richtung drücken, dann wölbt sich auf das Medium, die Oberfläche vor der Kraft und es gibt eine Beule unter der Kraft. Ja, man könnte qualitativ vorstellen, dass das Medium in diese Richtung gedrückt wird und deswegen aufgrund der Querkontraktion gewölbt wird und umgekehrt im hinteren Teil. Aber in Wirklichkeit ist diese Erklärung falsch, weil am besten würde das funktionieren, wenn das Medium überhaupt nicht kompressibel wäre. Aber wenn das Medium inkompressibel ist, und das bedeutet, dass nu ist gleich 1/2, dann gibt es diesen Wölbungseffekt nicht. Bei einem nicht kompressiblen Medium, wenn man tangentiale Kraft anbringt, dann bleibt die Fläche eben. Sie war eben und sie bleibt eben. Es gibt keine vertikale Verschiebung. Das wäre zum Beispiel bei Elastomeren der Fall. Also dieser Koeffizient zeigt, wie schlecht eigentlich unsere Intuition funktioniert in den Aufgaben, die mit der dreidimensionalen Elastizitätstheorie zusammenhängen. Ja, auch in dieser Gleichung gibt es ja, wenn ja, es gibt Verschiebung in der Richtung quer zu der Belastung. So, wenn wir jetzt eine Spannungsverteilung haben, das heißt jetzt jede Oberfläche eines Körpers und hier Spannungsverteilung tau
von x und y, oder sagen wir x' und y', also die Punkte, wo die Kräfte wirken, werde ich mit x'. Und ich nehme an, dass die Spannung in die gleiche Richtung wird. Alle Tangentialspannungen, alle gleich gerichtet sind. Man könnte natürlich im allgemeinen Fall das auch vorstellen, dass sie auch in verschiedene Richtungen, aber wir betrachten heute nur die Spannungen, die in eine Richtung zeigen. Wenn eine solche Spannungsverteilung gegeben ist, dann kann man natürlich für die Verschiebung Ux eine allgemeine Formel angeben, und das ist 1 durch 4 Pi G, und dann kommt Integral über das gesamte Spannungsgebiet. Was ich jetzt geschrieben habe, ist Kraft in einem kleinen Element um den Punkt x'y'. Das ist Spannung mal das Flächenelement. Und das, das ist diese Kraft. 4pg steht hier. Und jetzt muss ich diesen Koeffizienten noch hinzufügen. Und das ist 2, 1 minus μ plus 2 μ x minus x' Quadrat durch r Quadrat und 1 durch r, wobei r ist gleich Quadratwurzel aus x minus x' Quadrat plus y minus y' Quadrat. Also diese Gleichung sagt uns, dass dies ist eine Verschiebung zwischen im Abstand r von dem Punkt, wo die Kraft angreift. Der Abstand r zwischen dem Punkt xy und dem Punkt, wo die Kraft angreift, und die greift in dem Punkt x'y' an, das ist x minus x' Quadrat plus y minus y' Quadrat. Dieser Abstand, der hängt natürlich davon ab, wo die Kraft angreift, und über diese alle Punkte integrieren wir. Also das ist jetzt, wie man die Verschiebung Ux bei beliebiger tangentialer Spannungsverteilung berechnet. Ähnlich könnte man Uy und Uz berechnen. Noch eine kleine Bemerkung zu der letzten Gleichung. Wenn die Spannungsverteilung, wir sind ja an Kontaktproblemen interessiert, und wenn die Spannungsverteilung entsteht durch Kontakt, dann im Kontakt, wenn wir schneiden, Freischnitt machen im Kontakt, dann sehen wir die Spannung, die auf einen Körper wirkt, und den gegenwirkende Spannung, die auf den anderen Körper wirkt. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz, nach Aktion gleich Reaktion, müssen sie gleich und entgegengesetzt sein. Und dann, das bedeutet, dass die eine Fläche, wenn wir tangential belassen, dann gibt es auch Wölbungen in der vertikalen Richtung, bei einem Körper mit dieser Gleichung, bei dem anderen mit der gleichen, aber anderen elastischen Konstanten, wenn das zwei Körper mit verschiedenen elastischen Konstanten sind. Und die wölben sich so, dass diese Wölbungen zueinander passen und einander nicht beeinflussen, nur dann, wenn 1 minus 2 nu durch g gleich 1 minus 2 nu 2 durch g bei dem zweiten Körper. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es zwar vertikale Verschiebung, aber die spielt keine Rolle. Es entstehen keine zusätzlichen Spannungen dadurch, dass wir tangential verschieben. Die Körper, die diese Bedingung erfüllen, bei dieser Bedingung reden wir von den entkoppelten normalen und Tangentialkontakt. Im Allgemeinen sind sie nicht entkoppelt. Wenn wir tangential belassen, dann gibt es Verschiebung in der vertikalen Richtung und die vertikale Spannung ändert sich. Aber wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann haben wir unabhängige normale und Tangentialprobleme, entkoppelte
tangential und normal Kontakt. Und die Körper nennt man dann elastisch ähnlich. Elastisch ähnlich. Also im Prinzip, in den meisten Fällen untersuchen wir Tangentialkontakte von solchen Körpern. Wann sind die zwei Körper elastisch ähnlich und normal und Tangentialkontakt können unabhängig voneinander betrachtet werden? Entweder, oder zum Beispiel, wenn Nu1 und G1 sind gleich Nu2 und G2, wenn das zwei gleiche Körper sind, wie bei Rad und Schiene, das sind beide Stahl, ungefähr gleiche Sorten, dann sind die entkoppelt, dann sind sie elastisch ähnlich. Oder im Kontakt von Reifen und Straße, der eine Körper ist starr, das heißt sehr großer G, das ist praktisch Null dann bei unendlich großem G, und der andere ist kompressibel. Es ist auf einer Seite Null, weil es ein kompressibles Medium ist, auf der anderen Seite Null, weil es ein starrer Körper ist. Also in einem Kontakt zwischen einem starren und inkompressiblen, wie zum Beispiel in Kontakt mit Elastomeren. Fester Körper mit Elastomeren, ist diese Bedingung auch erfüllt. Also es gibt schon eine Reihe von wichtigen Anwendungen, wo wir normale und Tangentialkontakt als entkoppelt betrachtet können und wir die Problematik, die mit der Kopplung von denen verbunden ist, betrachten wir in diesem Kurs nicht. So, jetzt, was machen wir weiter? Wir verfahren genau so, wie wir es bei dem Normalkontakt getan haben. Wir betrachten Modellspannungsverteilungen von der gleichen Art wie davor. Zum Beispiel die erste Spannungsverteilung, die wir, an der wir interessiert sind, das ist Tau gleich Tau 0, 1 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch minus 1/2. Ja, was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass die Spannung überall entlang x gerichtet ist. Also dieses x-Komponente der Spannung, das ist x-Komponente. Es gibt nur x-Komponente. Aber diese x-Komponente, die ist axialsymmetrisch in einem Kreis mit dem Radius a verteilt. Gemäß dieser Spannung. Wenn wir diese Spannungsverteilung hier einsetzen, dann ist es ein Integral, welches man analytisch berechnen kann. Es gibt eine Reihe von Büchern, wo man das nachschauen kann, zum Beispiel in dem bekannten Klassiker der Kontaktmechanik von Kenneth Johnson, Contact Mechanics. Und ich nehme nur Ergebnis dieser komplizierten Integration. Diese Spannungsverteilung führt zur Tangentialverschiebung Pi 2 minus nu durch 4g tau 0 a. Im allgemeinen Fall ist Verschiebung quer zu der Richtung der Belastung nicht null, aber bei dieser Spannungsverteilung ergibt Integration, dass die Verschiebung, dass die Querverschiebung ist null. Ja, die vertikale Verschiebung ist nicht null, aber wenn wir entkoppelte, wenn wir elastisch ähnliche Körper betrachten, dann ist sie auch ohne Bedeutung. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Spannungsverteilung führt zu einer Verschiebung im Kreis, das ist bei r kleiner a, außerhalb von a gilt eine andere Gleichung, die konstant ist. Ähnlich wie bei Normalkontaktproblem könnte man denken, dass man diese Spannungsverteilung also realisieren lässt, wenn man an die Oberfläche einen Zylinder klebt und dann diesen Zylinder tangential verschiebt.
denn dann gibt es in der horizontalen Richtung, der x-Richtung, eine konstante Verschiebung. Genau das, was wir hier haben. Und es sollte diese Spannungsverteilung auftreten. Das ist richtig, aber nur unter der Voraussetzung, dass der Zylinder und das unterliegende Medium elastisch ähnlich sind. So dass die Kontaktprobleme, weil es ist, im allgemeinen Fall könnte es sein, dass diese Spannungsverteilung zwar in der horizontalen Richtung eine konstante Verschiebung erzeugt, aber auch noch vertikale Richtung eine bestimmte. Und das würde nicht einem starren Stempel entsprechen. Aber bei elastisch ähnlichen, zum Beispiel starrer Zylinder und nicht kompressibler Elastomer, ist es korrekt. Und wie gesagt, wir bleiben immer im Rahmen von entkoppelten Tangential- und Normalkontaktproblemen. Es ist ein Zylinder, geklebter Zylinder, der in Tangentialrichtung verschoben wird. Also haben wir schon ein Tangentialproblem gelöst. Wir können dieses Problem, das zeige ich hier schematisch, das ist Zylinder, der so an dem Körper angebracht wird mit dem Radius A und der wird verschoben um Ux und dann in dem Kontakt entsteht diese Spannung. Wie groß ist denn die Tangentialkraft? Die Tangentialkraft bekommt man, indem man diese Spannungsverteilung über das Kontaktgebiet integriert. Aber das haben wir schon beim Normalkontaktproblem gemacht. Deswegen, ich übernehme einfach die Lösung. Das ist 2 Pi Tau 0 A Quadrat. Und wenn man jetzt Tau 0 durch Ux ausdrückt, 4g durch Pi 2 minus nu a und hier einsetzt, 2 Pi 4g Pi 2 minus nu a Quadrat, dann kürzt man hier a Pi und man bekommt 8g durch 2 minus nu a und natürlich ux. In diesem Fall haben wir in tangentialer Richtung eine konstante Steifigkeit. Der Kontakt wirkt wie eine einfache lineare Feder. Die Kraft ist proportional zu der Verschiebung und der Koeffizient ist die Steifigkeit die tangentiale Steifigkeit. Ich bezeichne das als Kx. Es gibt Normalsteifigkeit. Die haben wir berechnet. Das ist 2 mal Stern A. Und Tangentialsteifigkeit ist 8g durch 2 minus nu. Und a habe ich hier vergessen. Ja, jetzt. Das ist die Tangentialsteifigkeit. Also im Prinzip haben wir jetzt alles, was man hier zu diesem zylindrischen Tangentialkontakt sagen könnte, gesagt. Und dann betrachten wir die nächste Spannungsverteilung. Sozusagen die Hertzsche, nur tangential. Tau gleich Tau 1, sage ich hier. 1 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch 1/2. Das sind die gleichen Spannungsverteilungen wie bei Normalkontakt. Und die Ergebnisse sind ähnlich. Wenn die Normalspannung so verteilt war, dann gab es vertikale eine konstante Verschiebung. Wenn die Spannungsverteilung so war, dann gab es parabolische, quadratische Abhängigkeit. Und in diesem Fall gibt es auch parabolische Abhängigkeit. Natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, weil es
Tangentialkontaktproblem grundsätzlich ein bisschen komplizierter ist, aber nicht so, dass man das nicht auf einer Tafel aufschreiben könnte. Tau0pi durch 32 GA und dann gibt es eine Klammer bei der, wie wir sehen, die Verschiebung ist parabolisch, die ist quadratisch in x und quadratisch in y, aber schon nicht mehr axialsymmetrisch. Und es gibt auch y und z Verschiebungen, die wir einfach als weniger wichtig nicht betrachten. Ja, diese Gleichung werden wir im weiteren Verlauf heute gebrauchen. Aber zunächst möchte ich fragen, was für Tangentialkraft sich hier ergibt, Fx. Ja, und auch diese Spannungsverteilung ist ja äquivalent zu der Herrschen. Und deswegen ist auch Ergebnis dasselbe wie beim Herrschenkontakt, 2/3 Pi Tau 1 A Quadrat. Das ist, ja, das ist bei zylindrischen Kontakt, das ist bei parabolischer, bei Herrscher in Einführungsstrichen, Spannungsverteilung. So, jetzt gehen wir zu dem Tangentialkontaktproblem eines parabolischen Körpers und eines Halbraumes. Wir können uns vorstellen zum Beispiel einen starren Körper und einen elastischen Halbraum. In diesem Fall, ja, in diesem Fall ist es nur entkoppelt, wenn es nicht kompressibles Medium ist, was wir zwar nicht annehmen, aber ja, wir tun so, als ob es entkoppeltes Problem ist. Was passiert, wenn wir zwei Körper in Kontakt bringen? So eindrücken, sodass hier ein Kontakt entsteht mit Radius A, dann können wir die Spannungsverteilung, die Druckverteilung aufzeichnen. Und die ist die Herrsche Druckverteilung. Wird 0 am Rande des Kontaktes. Was passiert, wenn wir jetzt diesen Kontakt tangential verschieben? Wenn in dem gesamten Kontaktgebiet kein Gleiten auftritt. Zum Beispiel, sie haben sich verklebt oder der Reibungskoeffizient ist unendlich groß. Dann haben wir Tangentialspannungsverteilung. Ja, dann ist die Tangentialverschiebung wie beim starren Zylinder. Ja, es gibt ein Gebiet des Radius A und der wird verschoben um einen konstanten Betrag. Deswegen entsteht eine Spannung, die wie bei einem starren Zylinder eine singuläre Stelle am Rande hat. Die Spannung wird unendlich hoch am Rande. Ja, hier ist P0 und hier ist ja, Tau0. Wenn aber die Oberflächen nicht verklebt sind, sondern es gibt bloß Reibung, dann wird der Kontakt am Rande unbedingt gleiten, mindestens ein bisschen, weil Tangentialspannung am Rande ist unendlich hoch
und der Druck am Rande ist null. Ja, deswegen der Normaldruck, egal was für Reibungsgesetz wir nehmen, wird nicht die Tangentialspannung halten können und es wird eine kleine Verschiebung werden. Um die ausführlicher quantitativ zu untersuchen, brauchen wir jetzt irgendwas über das Reibgesetz im Kontakt anzunehmen. Und wir nehmen an, dass im Kontakt das einfachste Coulomb'sche Reibgesetz gilt. Es besteht aus einer Reihe von Statements. Und das erste ist, dass wenn zwei Körper im Kontakt sind, unter und zwischen denen die Normalkraft wird, eigentlich wird gemeint die Normalkraft direkt in der Kontaktfläche, aber ich zeichne hier sich hier, wenn man mit N drückt, dann wird der Tisch, der sich nicht beschleunigt bewegt, auch mit N zurückwirken, damit der Körper im Gleichgewicht ist. Ja, und dann können wir hier Tangentialkraft anlegen und wenn diese Kraft kleiner ist als μ mal N, wobei μ nennt sich der Reibungskoeffizient, dann bleibt der Körper in Ruhe, er bewegt sich nicht. Das ist Stick. Und wenn F versucht zu übersteigen, μ mal N, dann beginnt der Körper zu gleiten und während des Gleitens bleibt die Reibungskraft konstant und gleich μ mal N, das ist Slip. Diese Proportionalität der statischen Reibungskraft, der kritischen Kraft, die zu überwinden ist, um den Körper in Bewegung zu setzen, die nennt man das Amonton-Gesetz. Es wurde experimentell von Amonton untersucht und publiziert in Proceedings der Royal Society, also es ist französisch, in Paris, in Pariser Akademie der Wissenschaften, Ende Dezember 1699. Diese Proportionalität der Reibungskraft zu Normal nennt man Amonton-Gesetz. Aber das alles, dass es sozusagen, es gibt statische Reibungskraft und danach gibt es konstante, fast konstante Gleitreibung, das ist Inhalt der einfachsten Formulierung des Coulomb'schen Reibgesetzes. Ich rede jetzt nicht von der Geschichte. Coulomb hat in Wirklichkeit eine sehr aufwendige, sehr ausführliche Untersuchung von Reibung angestellt und er wusste sehr, sehr viel über Reibung, dass das auch natürlich von der Geschwindigkeit abhängt und dass es statischen und kinetischen Reibungskoeffizienten gibt. Aber auch er hat schon festgestellt, dass bei vielen Körpern der statische und der kinetische Reibungskoeffizient gleich sind. Zum Beispiel bei Metallen. Und genau diese Annahme machen wir jetzt. Wir sind jetzt an der Kontakt, an einem Kontaktproblem interessiert, wo die Spannung verteilt ist. Deswegen werden wir diese Gesetze in ihrer lokalen Form anwenden, bezogen auf die lokale Fläche. Und bezogen auf die lokale Fläche wird das so sehen. Wenn Normalspannung das ist x. Wenn die Tangentialspannung kleiner ist als μ mal Normalspannung, dann ist Stick lokal in dem Punkt, wo diese Bedingung erfüllt ist. Und wenn tau, wenn es gleitet, dann ist tau gleich μ mal Sigma n. Das ist unsere Formulierung des Reibgesetzes, die wir vereinfachend in dieser Vorlesung benutzen. So, jetzt, wie gesagt, diese Bedingung kann am Rande nie erfüllt sein, weil am Rande ist Sigma n gleich 0 und tau ist unendlich.
vorausgesetzt, dass die haften und dass die tatsächlich haften. Deswegen, es muss Gleiten geben, die, wenn wir Kontakt, das gesamte Kontakt betrachten, bis A, dann gibt es hier am Rande immer ein Gebiet, wo es gleitet, slip. Und es gibt innerhalb ein Gebiet, wo es haftet, stick. Es sei denn, man hat so beansprucht, dass es beginnt, vollständig zu gleiten. Das ganze, der ganze Prozess läuft so ab. Wenn wir aufstellen, dann Tangential beginnen, die Tangentialkraft zu erhöhen, dann gleitet es zunächst am Rande, dann wird das Gebiet, wo es gleitet, immer größer und das Haftgebiet wird immer kleiner, bis es null wird und dann gleitet es vollständig. Der Körper setzt sich in makroskopische Bewegung. Ja, unsere Aufgabe jetzt ist zu untersuchen, was passiert vor dem vollständigen Gleiten. Wie groß ist das Stickhaftgebiet? Wie groß ist, wie sind die Spannungen verteilt? Und die Antwort auf diese Fragen wird gegeben dadurch, dass, das haben unabhängig voneinander Cattaneo vor dem Krieg und Mindlin nach dem Krieg herausgefunden, dass man Tangentialkontakt beschreiben kann, indem man annimmt, dass die Spannungsverteilung im Kontakt wird gegeben als Superposition einer Spannung der Art 1 und einer Spannung der Art 2. Ich gucke, dass ich die gleichen Bezeichnungen benutze. So, hier werden sie als Tau 1 und Tau 2 bezeichnet. Tau 1 plus Tau 2. Wobei Tau 1 ist hoch 1,5 und das andere. Hier ist wohl Fehler. Da ist im Buch Fehler. Tau 1 Tau 1 ist Tau 1, 1 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch minus 1,5. Hoch 1,5. Hoch 1,5. Plus oder minus Tau 2, 1 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch 1,5. Ja, es gibt keinen Fehler im Buch. Es war ein Fehler in meinem Kopf. Das heißt, Entschuldigung, hier zählt. Wenn ich diese Spannungsverteilung schreibe, dann wird in Wirklichkeit immer gemeint, diese Spannungsverteilung bei R kleiner a und 0 außerhalb. Und bei dieser Schreibweise wird gemeint eine Spannungsverteilung dieser Form bei R kleiner c und 0 außerhalb. Ja, natürlich, man sollte dann ganz spezifisch schreiben, in Klammern, bei R kleiner c, bei R zwischen c und a und bei R größer a, aber es wird einfach verstanden, dass die zwei Superpositionen von zwei solchen Spannungsverteilungen sind, die außerhalb null sind. So, jetzt, was ist die Verschiebung, die diese Spannungsverteilung verursacht?
Ja, da müssen wir einfach nach oben gucken. Die UX ist gleich, ja, das ist diese, wir müssen bloß als Tau 0, Tau 1 setzen. Und jetzt ganz langweilig schreibe ich ab. Was ist Verschiebung, die durch diese Spannungsverteilung verursacht ist? Das ist minus tau 2 pi 2 3 ga 4 2 minus nu a Quadrat minus 4 minus 3 nu x Quadrat minus 4 minus nu y Quadrat. Und jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht, weil hier ist natürlich c. Ja, weil hier c steht. Der Radius ist c, deswegen dort überall, wo Radius steht, muss jetzt c stehen. Und was ist die Verschiebung, die durch diese Summe von Spannungsverteilung verursacht? Natürlich die Summe von beiden. Ich schreibe das nicht nochmal, wir können das leicht hier von der Tafel ablesen, was ist die Summe. Und jetzt überlegen wir qualitativ. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit wir sicher sind, dass wir genau das Tangentialkontaktproblem untersuchen, welches wir formuliert haben? Zum Beispiel C, welches dort steht, muss das Haftgebiet sein. Wie können wir sicherstellen, dass ein bestimmtes Gebiet ein Haftgebiet ist? Was ist die Bedingung für ein Haftgebiet? Wie kann man mathematisch umformulieren, dass ein Gebiet Haftgebiet ist? Oder außerhalb des Haftgebietes muss diese Bedingung gelten. Und ja, das ist, dort herrscht Gleichen. Ja, das heißt, jetzt müssen wir die Bedingungen formulieren, welche uns beschreiben, dass wir es tatsächlich mit einem Kontakt haben, welches aus zwei Teilen besteht, aus Stick und Slip, und im Stick ist diese Bedingung erfüllt und im Slip ist diese Bedingung erfüllt. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, dann haben wir das korrekte Kontaktproblem, dann haben wir die Lösung. Ja, welche Bedingung muss innerhalb des Haftgebietes erfüllt sein? Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, weil im Haftgebiet haftet das Medium an den Stempel. Und wenn wir Stempel jetzt sehr einfach halber als starren Körper betrachten und ihn verschieben, wir belassen, deswegen verschiebt er sich, dann verschiebt sich auch das Medium zusammen mit dem Stempel. Und weil der Stempel starr ist, dann verschiebt er sich um einen konstanten Betrag. Das heißt, im Haftgebiet muss eine konstante Verschiebung herrschen. Also, Haftgebiet, oder wie wir anders Stick formulieren, muss Ux gleich konstant sein. Das ist die Bedingung für Haften. Und was ist im Gleitgebiet? Ja, im Gleitgebiet muss diese Beziehung zwischen der Tangentialspannung und der Normalspannung herrschen. Es ist einfacher, beginnen mit der Bedingung 2, mit dieser Bedingung 2 zu beginnen. Vielleicht mache ich eine Skizze von dieser Spannungsverteilung, um sie sich einfacher vorzustellen. Ich mache das direkt oberhalb.
direkt oberhalb dieser Gleichung. Das ist eine Hertzsche Spannungsverteilung sozusagen. Das ist Tau. Mit dem Radius A. Und das ist auch Hertzsche Spannungsverteilung, aber mit einem negativen Vorzeichen und Radius C. Das heißt, wir müssen abziehen eine solche Spannungsverteilung mit dem Radius C. Wenn wir das abziehen, ja dann, also abziehen, diese Spannung müssen wir abziehen. Wenn wir die abziehen, dann kriegen wir eine Spannungsverteilung von dieser Form. Ja, das ist jetzt die Spannungsverteilung von dieser Form. Das heißt, zwischen C und A im Gleitgebiet hat sie einfach nur diesen einen Beitrag. Innerhalb gibt es zwei Beiträge, ein positiver, ein negativer, aber zwischen C und A gibt es nur einen Beitrag, nur diesen Beitrag. Und die Normalspannung im Kontakt, weil es ein entkoppeltes Problem ist, wird ja einfach durch die Hertzsche Gleichung gegeben. Das ist P0, 1 minus R Quadrat durch A Quadrat. Hoch 1/2. Im Gleitgebiet muss diese Bedingung erfüllt sein. Das heißt, diese Spannungsverteilung, Tau 1, 1 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch 1/2, muss gleich sein μ mal, Tangentialspannung, ja, das ist richtig, μ mal Normalspannung, μ mal P0, 1 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch 1/2. Ja, da haben wir gewonnen, weil das, was hier von dem Radius abhängt, das kürzt sich. Das heißt, diese Gleichung kann tatsächlich überall, wo die gelten muss, auch gelten, unter einer einzigen Voraussetzung, dass Tau 1 ist gleich μ mal P0. Tau 1 ist gleich μ mal P0. Einen Zusammenhang haben wir schon gefunden, und zwar aus der Bedingung im Gleichgewicht, im Gleitgebiet. Jetzt gehen wir zu dem Haftgebiet. Dort muss die Verschiebung konstant sein. Kann sie überhaupt konstant sein? Hier hängt er von x ab und von y ab und von x und von y ab. Kann diese Summe auch von x und y nicht abhängen? Ja, natürlich kann sie, weil das sind ähnliche Glieder. Und wenn wir die Koeffizienten so wählen, dass diese Glieder sich aufheben, dann haben wir irgendwas, was von x nicht abhängt. Dann haben wir eine konstante Verschiebung. Wir können zum Beispiel x jetzt nehmen. Ich schreibe jetzt den Koeffizient vor diesem ganzen 4 minus 3 in x Quadrat. Hier, das ist tau 1 pi durch 32 ga. Und hier ist es minus tau 2 pi durch 32 gc. Wenn das 0 ist, das heißt, wenn diese beiden Beiträge gleich sind, dann ist die Summe tatsächlich konstant, nicht abhängig von x und y, und das ist die Bedingung für das Haften. Ja, das heißt, das ist die Bedingung für das Gleiten, das ist die Bedingung für das Haften. Daraus kriegen wir das tau 2 ist gleich tau 1 a durch c. Ja, es müssen schon bestimmte Bedingungen, wir suchen, welche Spannung denn so ist, dass sie alle Bedingungen erfüllen lässt. Ja, die eine haben wir gefunden, jetzt haben wir die zweite gefunden. Ja, und jetzt versuchen wir, jetzt gucken wir, ob wir damit eigentlich schon alles haben. Ja, vielleicht können wir noch überlegen, wie groß ist denn die gesamte Tangentialkraft, die durch diese Spannungsverteilung verursacht ist. Fx. Ja, das sind beide Spannungsverteilungen von der Art der Coulomb'schen Spannungsverteilung. Deswegen, wir wissen schon, wie man
aus der Spannungsverteilung zu der Kraft kommt. Das ist 2 Drittel Pi Tau 1 a Quadrat. Und dasselbe hier, nur halt minus und statt ac, minus 2 Drittel Pi Tau 2 c Quadrat. Das wäre die Normalspannung, übrigens kennen wir auch. Ja, das ist ja, die kommt aus dieser Spannungsverteilung, das ist 2 Drittel Pi P0 a Quadrat. So, jetzt haben wir an der Tafel fast alle Größen, die hier für dieses Kontaktproblem erforderlich sind. Und wir müssen nur versuchen, das alles jetzt in Zusammenhang zu bringen. Gucken wir auf das Verhältnis von beiden. Fx durch Fn. 2 Drittel Pi kürzlich, a Quadrat kürzlich und hier c Quadrat durch a Quadrat. Also wir haben Tau 1 durch P0 minus Tau 2 durch P0 c Quadrat durch a Quadrat. Tau 1 durch P0 ist aber μ. Tau 2 durch Tau 1 ist A durch C und Tau 1 ist μ per 0. Das heißt, Tau 2 durch μ per 0 ist gleich A durch C. Ist es A durch C oder C durch A? Tau 2 ist C durch A. Das heißt, Tau 2 durch P0, das was wir hier brauchen, Tau 2 durch P0, ist μ mal C durch A. Minus μ mal C durch A mal C Quadrat durch A Quadrat. Und wir kriegen folgende Gleichung. Fx durch Fn ist gleich μ mal 1 minus C durch A hoch 3. Hoch 3. Das ist Zusammenhang zwischen der Tangentialbelastung und der Haft, dem Haftradius. Normalbelastung und der Kontaktradius, den kennen wir schon von dem Normalkontaktproblem, den wir als unabhängig von dem Tangentialkontaktproblem betrachten. Ja, deswegen Fn und A sind bei uns einfach bekannt. Und diese Gleichung gibt uns jetzt direkten Zusammenhang zwischen der Belastung und dem Geschehen im Kontakt, wo es Haften und wo es Gleiten gibt. Man kann das auch umstellen und C durch A berechnen. C durch A ist gleich, also da müssen wir durch μ dividieren, dann C auf die andere Seite bringen. 1 minus Fx durch μ mal Fn hoch 1 Drittel. Ja, das ist die explizite Abhängigkeit des Haftradius von der Tangentialbelastung. Wenn die Kraft sehr klein ist, 0, dann ist C durch A gleich 1, dann haftet es überall. Wenn fx klein ist, dann ist c fast a. Aber wenn fx gleich μ fn ist, dann gibt es kein Haftgebiet mehr. Es beginnt zu gleiten. Übrigens, die Bedingung für das komplette Gleichung ist ganz einfach. Fx gleich μ fn. Das ist die, ja, fx ist gleich μ fn. Das ist makroskopische Bedingung zwischen den Kräften. Ja, diese Eigenschaft, die wir gerade erhalten haben, das ist interessant und auch technisch sehr relevant. Die sagt uns,
dass wenn wir einen mit konstanter Kraft belasteten, Normalkraft belasteten Kontakt, Tangential belasten, dann beginnt es sofort zu gleiten. Und wenn es zum Beispiel hin und her sich bewegt, dann gleitet es am Rande, während es im Zentrum noch im Kontakt, im Haften bleibt. Und beim Gleiten gibt es auch immer Verschleiß. Das führt zu einem Verschleiß am Rande. Das ist ein sehr oft auftretendes Phänomen, welches Fretting heißt. Es gibt viele Kontaktstellen, wo die Körper ineinander auf Reibung basiert, aufeinander sitzen und auch vibrieren, wie zum Beispiel die Schaufeln in einem Triebwerk oder eigentlich beliebige reibschlüssige Verbindungen, Schrauben oder, ja, ich will jetzt nicht alles aufzählen, jede reibschlüssige Verbindung, die irgendwo in einer Umgebung, die oszilliert, funktioniert, die wird dazu führen, dass am Rande gibt es immer Gleiten, welches zum Verschleiß am Rande führt. Das heißt Fretting und das kann auch zu einer Fretting-Ermüdung und ist eines der wichtigsten Probleme, zum Beispiel bei Triebwerken, dieses Fretting-Verschleiß und Ermüdung oder auch bei vielen anderen Systemen. Es ist interessant zu bemerken, dass wenn man nicht einen parabolischen Körper. Warum gibt es Fretting? Weil es ein parabolischer Körper ist. Bei einem parabolischen Körper ist der Druck am Rande null und Tangentialspannung ist unendlich, wenn es haftet. Ja, deswegen muss es Gleiten geben. Das kann man verhindern. Man kann ein System schaffen, wo es kein Fretting gibt. Nur wenn man die Spannung am Rande groß macht, genauso groß wie die Spannung bei einem haftenden Kontakt. Das heißt eigentlich unendlich groß und man kann leicht sehen, dass dies der Fall ist bei einem Zylinder. Wenn man einen Zylinder aufstellt, dann ist die Spannung P01 minus R Quadrat durch A Quadrat hoch minus 1 halb. Die ist unendlich hoch am Rande, die Normalspannung. Und wenn wir beginnen zu bewegen, dann ist auch die Tangentialspannung hat genau die gleiche Form und es gibt kein Gleiten, sobald Tau ist gleich kleiner μ mal P0, sobald eigentlich die Tangentialkraft ist kleiner als μ mal Normalkraft. Natürlich, es gibt keine Lösung in den reibschlüssigen Verbindungen, die ideal ist. Wenn man parabolische Körper nimmt, dann gibt es Verschleiß am Rande. Wenn man zylindrische, scharfe Kanten nimmt, dann gibt es keinen Verschleiß am Rande. Dafür gibt es oszillierende Spannungskonzentrationen, die zur Ermüdung führen können. Und man muss jetzt materialmäßig wissen, was besser ist. Ja. Oder vielleicht einen Zwischenweg finden, wo man zwischen der Ermüdung und dem Fretting-Verschleiß eine optimale Lösung findet. So, ja, ich denke, dass im Prinzip wäre das fast das ganze Wichtige, das ist übrigens das, was wir hier untersucht haben, das ist die Lösung, die bekannt ist als Cataneo und Mindlin lösen. Cataneo und Mindlin. Ja, dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass weder Cataneo noch Mindlin bemerkt haben, dass diese Lösung nicht ganz exakt ist. Und zwar gibt es hier Haftgebiet und hier gibt es Gleitgebiet und Tau ist gleich μ mal Sigma n. Aber wenn man die Richtungen der Verschiebungen betrachtet, dann stellt man fest, dass eine exakte Lösung dieses Problems zeigt, dass die Verschiebung im Gleitgebiet
ist nicht entgegengesetzt zu der Spannung in dem Leitgebiet. Ja, und das ist eigentlich auch noch ein Teil der des Coulombschen Reibgesetzes, dass dies nicht nur die betragsmäßig sind, sondern sie sind auch entgegengesetzt. Ja, dass die Verschiebung, hier gibt es keinen Slip, dieser Slip, der muss entgegengesetzt zu der Kraft sein. Ja, das ist dritter Teil des Gesetzes, das wir fast als selbstverständlich betrachten. Der ist bei Catania Mendlin Lösung nicht erfüllt. Deswegen ist es eine Näherungslösung. Es ist keine exakte Lösung, sondern eine Näherungslösung. Aber eine relativ gute und klassische Lösung. Ja. Als nächstes gehen wir dann bei der nächsten Vorlesung zu dem ähnlichen, aber doch etwas anderem Kontaktproblem, dem Rollkontakt. Ja, Rollkontakt spielt selbstverständlich eine enorme Rolle in unserem Leben und dementsprechend ist auch seine Wichtigkeit. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.